Den zweiten Entwurf für das Parteiprogramm für die Bundestagswahl vorstellen. Das letzte Wort darüber haben dann die Delegierten beim Parteitag im Juni. Der erste Entwurf wurde im Februar vorgestellt und dann nochmal von den Mitgliedern diskutiert. Die Vorschläge, die dann gemacht wurden, die sind jetzt in diesen zweiten Entwurf mit eingeflossen. Inhalte sind unter anderem eine 4-Tage-Arbeitswoche, ein Mindestlohn von 13 Euro und ein garantiertes Mindesteinkommen von 1.200 Euro und die Abschaffung der Schuldenbremse. Alles darüber hinaus und natürlich auch Erläuterungen zu den einzelnen Punkten hören wir jetzt sicherlich von den beiden. Während Sie Ihre Sachen zusammenpacken, würde ich einmal schon mal Sie in den Tag heute einführen. Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow, werden jetzt also den Entwurf des Parteivorstandes für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl vorstellen und dabei im Wechsel auf einige Kernthemenfelder eingehen. Und zwar auf die Themenfelder Arbeit, Gesundheit und soziale Sicherheit, Rente, sozial-ökologischer Umbau der Wirtschaft, Mieten, Ostdeutschland, internationale Politik und Umverteilung. Danach ist wie immer Gelegenheit zu Fragen. Den Anfang macht heute Janine Wissler und die Kollegen. Okay, ja, bitte Janine. Ja, wir dürfen Ihnen heute das Wahlprogramm der Partei Die Linke vorstellen, den Entwurf, den der Parteivorstand am Wochenende diskutiert hat und der auf dem Parteitag im Juni vorliegen wird. Und damit machen wir einen Vorschlag für eine solidarische, eine gerechte, eine nachhaltige und eine friedliche Gesellschaft. Wir sind der Meinung, dass man nach dieser Corona-Krise nicht einfach zurück kann zur Normalität, sondern dass wir die Lehren ziehen müssen und die soziale Ungleichheit, die ja auch vor dieser Krise schon bestand und die jetzt in der Krise zugenommen hat, die zu beseitigen und eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen in Würde leben können und die eben nachhaltig mit den Ressourcen umgeht und die friedlich in der Außenpolitik ist. Mit diesem Programmentwurf verbindet sich gleichzeitig auch die Einladung an alle unsere Mitglieder, an unsere Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, sich zu beteiligen an der Debatte und diesen Programmentwurf noch weiter zu diskutieren. Und natürlich ist es auch eine Einladung an alle Menschen, sich mit uns gemeinsam zu engagieren für diese Ziele, die wir in dem Programmentwurf benennen, weil es eben nicht alternativlos ist, weil man Politik verändern kann und weil es gute Alternativen gibt zu den bestehenden. Ich möchte anfangen mit dem Punkt gute Arbeit, gute Löhne. Wir haben in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Jeder fünfte Beschäftigte arbeitet zum Niedriglohn. Das sind 8 Millionen Menschen, die zum Teil trotz Vollzeitjob noch aufstocken müssen, die 2 oder 3 Jobs haben und nicht von der Stelle kommen. Immer mehr Menschen, die in befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten, zu prekären Bedingungen. Fast jede zweite Neueinstellung ist befristet. Wir haben eine Arbeitszeit, die zutiefst ungleich verteilt ist. Während die einen fast 2 Milliarden Überstunden pro Jahr machen, davon die Hälfte unbezahlt, also arbeiten andere in erzwungener Teilzeit und kommen damit nicht über die Runden. Und wir sehen auch, dass immer mehr Beschäftigte unter einem ganz enormen Stress leiden aufgrund der Arbeitsverdichtung, aufgrund der dauerhaften Erreichbarkeit und dass die Tarifbindung immer weiter abnimmt. Im Osten liegt sie knapp unter 50%, im Westen knapp drüber. Und das sind alles Dinge, die wir ändern wollen. Und was wollen wir tun? Von Arbeit muss man leben können. Das heißt, wir wollen den Niedriglohnsektor abschaffen durch eine Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro. Wir wollen die Ausnahmen abschaffen, also Stichwort Langzeitarbeitslose oder auch Saisonarbeiter. Wir wollen die sachgrundlose Befristung abschaffen, die Leiharbeit verbieten. Wir wollen sichere Arbeitsverhältnisse für ein planbares Leben. Wir wollen die Arbeitszeit gerecht verteilen, das heißt Arbeitszeit verkürzen, ein neues Normalarbeitsverhältnis von 30 Stunden in der Woche statt Minijobs und prekäre Beschäftigung. Wir wollen Beschäftigte für Überlastung schützen. Arbeit darf nicht krank machen. Deswegen schlagen wir eine Anti-Stress-Verordnung vor.
Und wir wollen die Tarifbindung und die Gewerkschaften stärken. Wir wollen es möglich machen, dass Tarifverträge einfacher allgemeinverbindlich erklärt werden können. Und wir haben ja gerade in der Pflege gerade gesehen, wie es möglich ist, dass Arbeitgeber so etwas blockieren können. Und zudem wollen wir die Mitbestimmung ausweiten, Betriebsräte stärken und die Wirtschaft demokratisieren. Das sind unsere Vorschläge im Bereich gute Arbeit, gute Löhne, sicheres Leben, damit Menschen in sicheren Arbeitsverhältnissen auch ein planbares Leben haben. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir hier im KL-Haus. Wir wissen, dass die Corona-Krise uns nochmal mit einem Brennglas zeigt, wo die Defizite unserer Gesellschaft liegen. Und aus unserer Sicht ist es so, wenn wir niemanden zurücklassen wollen, auch in dieser Krise und auch danach, wenn die Krise überwunden ist, dann braucht es ein neues soziales Fundament. Für uns bedeutet das im Bereich Gesundheit und soziale Sicherheit die solidarische Grundgesundheitsversicherung und die Pflegevollversicherung tatsächlich zu erstreiten. Würde bedeuten, dass wir eine Kasse für alle schaffen und dass wir endlich solidarisch mit allen Einzahlenden hier die gesundheitliche Versorgung sichern. Wir brauchen auch mehr Pflegekräfte, trifft für die Krankenhäuser, für Pflegeheime zu. Und wir wollen eine gesetzliche Personalbemessung einführen, nicht wie es jetzt derzeit der Fall ist. Und wir können uns vorstellen, dass wir bis zu 200.000 Pflegekräfte reaktivieren können, beziehungsweise aktivieren können, beziehungsweise für den Beruf werben müssen. Dass Gesundheit nicht der Gewinnausschüttung beziehungsweise des Profites unterliegen darf, ist keine Neuigkeit, wenn es die Linke sagt, aber wir meinen es durchaus ernst damit. Das geht insbesondere für den Gesundheitsbereich und Pflege natürlich auch gemeinsam. Wenn Menschen erwerbslos werden, was auch in diesen Zeiten häufig der Fall ist, beziehungsweise auch in Zukunft der Fall sein wird, sind wir der Auffassung, dass wir bei Erwerbslosigkeit vor dem Absturz beziehungsweise vor der Existenzgefährdung sichern müssen. Das bedeutet, wir wollen das ALG 1 verlängern und ein ALG Plus einführen. Wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.200 Euro statt Hartz IV. Hartz IV, was für jeden Lebensabschnitt und für jede Lebenssituation gilt. Wir wollen eine eigenständige Kindergrundsicherung. Auch wir wissen, dass Kinderarmut natürlich in erster Linie Elternarmut ist, aber es braucht durchaus da nochmal ein Nachsteuern, wenn es darum geht, auch Kindern ihre Zukunft zu sichern und das auch den Eltern noch tatsächlich deutlich zu machen. Wir wollen als Sofortmaßnahme die Grundsicherung auf 658 Euro anheben. Das Hartz IV im Moment überhaupt gar nicht ausreicht, um diese Corona-Krise zu bewerkstelligen. Individuell ist bekannt, es gibt Forderungen zwischen 100 und 150 Euro jetzt schon anzuheben. Wir haben uns verständigt auf 658 Euro. Janine. Ja, gute Rente, gutes Leben. Wir haben aktuell die Situation, dass das Rentenniveau gesunken ist. Es gab gerade vor kurzem eine Studie, wonach zwei Drittel der jungen Frauen Angst vor Altersarmut haben, weil die gesetzliche Rente einfach für viele nicht zum Leben reicht. Und bei der privaten Altersvorsorge man natürlich sagen muss, dass eine alleinerziehende Verkäuferin natürlich nicht einfach jeden Monat Geld zurücklegen kann, um privat fürs Alter vorzusorgen, weil sie eben sowieso schon kaum über die Runden kommt. Und zusätzlich durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters, durch die Rente ab 67, hat sich für viele das Rentenniveau nochmal abgesenkt, weil die Rente ab 67 natürlich nichts anderes ist als eine Rentenkürzung in vielen Berufsgruppen. Nur um das Beispiel Pflege zu nennen, da liegt das Renteneintrittsalter, also durchschnittlich bei 60,9 Jahren. Also das heißt, das ist das Alter, wo Pflegekräfte einfach nicht mehr können und aus dem Beruf ausscheiden. Und deswegen sagen wir ja auch, wenn man gerade im Bereich der Pflege Anerkennung schaffen will, dann wäre wichtiger als all der Applaus und die warmen Worte, zum Beispiel die Rente ab 67 abzuschaffen. Aber das gilt für ganz viele Berufsgruppen auch. Also was schlagen wir vor? Im Alter in Würde leben zu können. Das heißt für uns, dass wir eine für alle brauchen.
Ja, also eine Rentenversicherung, in die alle einbezahlen, nämlich die Beschäftigten, die Beamtinnen und Beamten, die Politiker, die Selbstständigen. Das brauchen wir. Eine Rentenversicherung für alle, eine erwerbstätigen Versicherung. Wir brauchen die Abschaffung der Rente erst ab 67 und abschlagsfrei in die Rente gehen zu können ab 65, nach 40 Jahren auch ab 60, eine bessere Anrechnung von Erziehungszeiten und eine Wiederherstellung des Rentenniveaus von 53%. Und für alle, die trotz dieser Maßnahmen immer noch drunter liegen würden, schlagen wir eine solidarische Mindestrente von 1.200 Euro vor. Das sind unsere Vorstellungen. Und weil wir der Meinung sind, dass eben auch nach einem langen Berufsleben, dass Menschen, die in ihrem Leben Angehörige gepflegt haben, Kinder erzogen haben, dass sie nicht im Alter in Armut leben dürfen und dass wir dieser Altersarmut etwas entgegensetzen müssen. Dann sind wir schon ziemlich zügig beim Thema Wirtschaft, Sozial und ökologisch Umbauen angekommen. Für uns bedeutet alles, was die Herausforderungen auch in den nächsten 20 Jahren beziehungsweise in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts angeht, dass nichts ohne eine soziale Absicherung geht. Wir schlagen deshalb vor, Klimagerechtigkeit, sinnvolle Arbeit, Verkehrswende, Energiewende und soziale Absicherung tatsächlich zusammen zu denken und als Investitions- und Zukunftsprogramm zu verstehen. Das bedeutet, was klimagerechte und sinnvolle Arbeit angeht, dass wir der Automobilindustrie helfen wollen, den Umbau zu schaffen. Das beschreiben wir unter anderem mit einem Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze in Höhe von 20 Milliarden Euro, um da auch tatsächlich finanziell zu unterstützen. Wir wollen in die erneuerbaren Energien weiterhin investieren und statt die Förderung im EEG zu haben, wollen wir sie tatsächlich durch den Bundeshaushalt liefern. Und wir wollen eine sozial gerechte ökologische Modernisierung von Gebäuden. Das heißt, alles, was neu gebaut wird, soll nach ökologischen Standards zum größten Teil erfolgen. Wir haben auch im Parteivorstand länger diskutiert, ob Solarplatten auf jedes neu sanierte Dach gebaut werden könnten und sind uns da einig, dass das geht. Wir wollen die Verkehrswende einleiten, auch nichts Unbekanntes durch die Partei Die Linke gefordert. Auf der einen Seite natürlich den Individualverkehr, damit ein Stückchen weit auf die Schiene und in den öffentlichen Verkehr zu verlagern. Auf der anderen Seite das natürlich auch, um schädliche Abgase zu vermeiden. Das bedeutet den Verkehr, den öffentlichen Verkehr, Radwege, Bahn, Bus tatsächlich auszubauen. In der Perspektive auch möglicherweise kostenfrei zu machen, dass das natürlich nicht heute und nicht morgen geht, ist uns auch klar. Aber es ist klar, dass man diesen Weg und dieses Ziel beschreiben muss. Für die Energiewende betrachten wir es als durchaus schaffbar, den Ausstieg aus der Kohle bis 2030 zu schaffen und bis 2035 tatsächlich 100% auf erneuerbare Energien zu setzen. Und mit der Investitionsoffensive für CO2-freie und klimaneutrale Wirtschaft und Infrastruktur 2035 wollen wir dazu beitragen, dass wir eine soziale Absicherung schaffen, dass wir den ökologischen Fußabdruck auch der Bundesrepublik etwas zurückfahren und möglicherweise mit 1,5 Grad tatsächlich noch Erwärmung leben können, beziehungsweise ausschließlich 1,5 Grad zu erreichen. Ja, dann kommen wir zum Thema bezahlbares Wohnen und Mieten, die ja vielerorts immer weiter ansteigen. In vielen Fällen ist es üblich, dass man 50% und mehr seines Einkommens für die Miete bezahlt. Wir erleben, dass einkommensschwache Mieterinnen und Mieter aus den innenstadtnahen Stadtteilen verdrängt werden. Das ist aber auch nicht nur ein Problem der Großstädte, sondern auch um die Großstädte herum. Vielerorts steigen die Mieten doch ganz erheblich. Bundesweit fehlen 5 Millionen Sozialwohnungen, die seit den 90er Jahren ist mehr als die Hälfte der Sozialwohnungen verloren gegangen. Und das ist ja auch eine Tendenz, die immer noch weiter anhält, weil
tagtäglich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung fallen, als neue entstehen. Hinzu kommt, dass wir ein massives Problem mit Bodenspekulationen haben und generell Immobilienspekulationen, die dazu führen, dass die Preise immer weiter durch die Decke gehen. Und die Antwort darauf kann nicht einfach sein, bauen, 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 ja, zumal wir ja auch nicht die letzte Fläche versiegeln wollen. Zumal wird ja auch in Deutschland jede Menge gebaut, aber eben jede Menge, wo der Bedarf eigentlich ein ganz anderer wäre. Und man muss ja auch sagen, die Wohnungen, die in der Innenstadt, die sich die Menschen in den Innenstädten nicht mehr leisten können, die sind ja auch nicht auf einmal weg, sondern die sind immer noch da. Die sind jetzt nur halt nur so teuer, dass sich keiner mehr leisten kann. Und deswegen ist es dringend notwendig, auch in den Bestand einzugreifen und etwas an den Mietpreisen zu ändern. Was wollen wir machen? Wohnen ist aus unserer Sicht ein Menschenrecht und jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Und deswegen fordern wir einen Mietenstopp und eine Deckelung von Mieten in angespannten Wohnlagen. Das halten wir für dringend notwendig. Wir wollen den sozialen Wohnungsbau stärken. Das heißt für uns 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr müssen neu entstehen. Wir schlagen einen Rekommunalisierungsfonds vor. Damit wollen wir kommunale Wohnungsgesellschaften stärken. Das halten wir für ganz dringend notwendig. Und wir wollen die Immobilienkonzerne, Stichwort Deutsche Wohnen, Vonovia und Co., wollen wir vergesellschaften, weil wir der Meinung sind, dass Wohnungen kein Anlage- und Renditeobjekt sind. Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen und deswegen ist es dringend notwendig, dass die Mieten auf ein Niveau gebracht werden, dass die Menschen sie auch bezahlen können und nicht immer weiter steigen, weil einige wenige Konzerne damit einen großen Reibach machen. Ostdeutschland, eine Region, die nicht nur mir am Herzen liegt, sondern der ganzen Partei Die Linke. Und wir haben uns entschieden, tatsächlich auch in diesem Jahr, 30 Jahre nach der politischen Wende 89, 90, tatsächlich noch einen Fokus auf die ostdeutschen Bundesländer zu legen. Eben aus den Gründen, dass es noch immer ein Lohngefälle zwischen Ost und West gibt. Die ostdeutschen Bundesländer finden sich in den Gehaltsvergleichen immer am unteren Ende des Einkommens und das kann so tatsächlich nicht weitergehen. Deswegen streiten wir für Tariftreue und Vergabe Mindestlöhne im Osten. Das Land Thüringen hat das ja schon mal vorgemacht, wie das in einem Bundesland funktionieren kann, einen eigenen Mindestlohn zu beschreiben für Vergaben, als auch eine Tariftreue für Unternehmen festzuschreiben. Wir wollen tatsächlich auch darauf hinwirken, dass es einheitliche Tarifgebiete in Ost und West geben kann. Und was die Gleichheit des Einkommens angeht, das gilt auch für die Renten, dass wir da eine Rentenanpassung wollen, natürlich noch mit dem Ausgleich, der im Moment noch existiert. Wir sind gleichzeitig dafür, den Solidarpakt zu einem Solidarpakt 3 umzuwandeln und ausdrücklich als Solidaritätszuschlag für Regionen im industriellen Umbruch zu nutzen. Auch da sind wir wieder beim sozialökologischen Umbau. Wenn man die Lausitz umgestalten will, wenn man die Braunkohle Förderung einstellen will, dann muss man Regionen auch in ihrem Umbruch, in ihrer Wandlung finanzieren und das wäre eine Möglichkeit. Dass Strukturwandel nicht über die Köpfe von Menschen hinweggehen können, zeigt sich oder liegt, glaube ich, auf der Hand, dass die Ossis besonders eigenwillig sind. Das haben wir auch gerade im PV diskutiert. Eine Eigenschaft, die unseren westlichen PV-Mitgliedern nicht ganz so nah war, aber sich doch wieder bestätigt hat. Das bedeutet eben auch, dass wir mit den Menschen die Region gestalten wollen und dass die Menschen im Osten selber entscheiden müssen, wohin es mit dem Osten geht und nicht von oben aufgedrückt. Ein mir besonders am Herzen liegendes Thema ist tatsächlich, Bauernland gehört nicht in Investorenhand. Es mag Sie wundern, dass es gerade beim Osten als großes Thema hier auftaucht. Aber im Osten der Republik werden gerade viele bäuerliche, landwirtschaftliche Betriebe verkauft und damit große Flächen an Land, an landwirtschaftsfremde Investoren. Was bedeutet, dass wir als öffentliche Hand, als Staat überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf haben, wie man eine Infrastruktur darum gestaltet, wie man Arbeitsplätze sichert, wie Nahrungsmittelerzeugung funktioniert, wem das Land gehört. Und das ist eine zentrale Aufgabe auch in der Betrachtung des Ostens, aber in der Landwirtschaft auch generell, dass wir
den Boden in öffentlicher Hand tatsächlich bewahren. Das bedeutet für uns zum einen, einen Bodenfonds einzurichten, um tatsächlich auch Land kostengünstig abzugeben. In Thüringen diskutieren wir auch für eine Thüringer Lösung, die Bodenpreise zu deckeln, also ähnlich wie der Mietendeckel auch eine Bodenpreisdecke für landwirtschaftliche Flächen einzuführen. Und das bedeutet natürlich, und auch das ist Bundespolitik, zuallererst auch Share Deals, die das große Problem sind, weil die Betriebe aufgekauft werden in relevanten Anteilen, ab 50% Anteilskauf zu besteuern, das würde das Problem schon zum weiten Teil klären, weil es dann nicht mehr attraktiv ist. Menschlich in der Welt wirken, ja, kann man gerade nicht sagen von dieser Bundesregierung. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur. Der Verteidigungshaushalt ist im letzten Jahr auf 47 Milliarden Euro angestiegen. Ich will nur mal sagen, das ist ungefähr viermal mehr, als Deutschland für Entwicklungszusammenarbeit ausgibt. Das heißt, im Moment schaffen wir Fluchtursachen, statt Fluchtursachen zu beseitigen. Zudem ist die Bundeswehr international im Einsatz, beispielsweise in Afghanistan. Und wir wollen die Rolle Deutschlands in der Welt verändern. Wir sind der Meinung, wenn Deutschland mehr internationale Verantwortung übernehmen will, dann wäre es das allererste, dass man aufhört, Waffen in alle Welt zu exportieren, dass man aufhört, Rüstungsgüter zu verkaufen. Und derzeit gehen ja auch viele Exporte nach Ägypten, nach Katar zum Beispiel. Wir wollen die Waffenexporte insgesamt stoppen, weil wir der Meinung sind, dass man den Tod nicht exportieren darf. Wir wollen abrüsten. Das heißt, wir wollen die Erhöhung des Rüstungsetats des letzten Jahres um 3% zurücknehmen. Und dem 2%-Ziel der NATO stellen wir ein 10%-Ziel gegenüber. Wir wollen nämlich abrüsten. Und zwar jedes Jahr um 10% wollen wir den Rüstungshaushalt kürzen, weil wir der Meinung sind, dass Probleme nicht mit den Mitteln gelöst werden, mit denen sie erst entstanden sind. Wir wollen eine friedliche Gesellschaft und wir wollen eine friedliche Rolle der deutschen Außenpolitik. Und deswegen sind wir der Meinung, wir müssen abrüsten statt aufrüsten. Wir wollen keine Bundeswehreinsätze im Ausland, das heißt die bisherigen beenden und selbstverständlich auch keine neuen. Wir wollen Geflüchteten einen sicheren Hafen bieten, Abschiebungen stoppen, Bleiberechtmöglichkeiten ausbauen. Wir verabschieden uns jetzt aus dieser Pressekonferenz zum Wahlprogramm der Linken und hüpfen direkt weiter auf eine Rede von Kanzlerin Merkel bei der Hannover Messe.